Moin Leute, willkommen zu diesem Video auf Anime-Banger und heute gibt es für euch eine Top-Liste und zwar die Top 27 Vorahnungshaki-Nutzer, die wir bis jetzt bestätigt bekommen haben. Charaktere wie Gold Roger oder Doflamingo, wo wir nicht zu 100% wissen, ob sie Vorahnungshaki haben, habe ich nicht mit reingenommen, sonst wäre die Liste schon viel zu lang geworden. Ich habe mich wirklich nur auf die Charaktere bezogen, die bestätigt sind in der FPS, im Vivre Card etc. Und ihr könnt eure Top 27 Charaktere, die Vorahnungshaki haben, in die Kommentare schreiben. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung die 27 Charaktere aufschreiben. Ihr könnt dann eure Liste quasi zusammenfassen. Ihr müsst dann einfach nur noch Zahlen mit einbringen und vielleicht noch erklären, warum diesen Platz höher macht als den anderen. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem 27. Platz an. Ganz wichtig sei gesagt, es ist meine Meinung, Leute. Jeder hat eine andere Liste, also man kann nicht genau festlegen, wer der Stärkste ist, wer nicht. Aber es werden wahrscheinlich viele Listen geben, die ähnlich sind. Außer ein paar Unterschiede, aber ansonsten werden die Listen ziemlich ähnlich sein und vor allem spätestens bei der Top 5 wird sich da nicht so viel ändern bei den Leuten. Und ich werde euch versuchen, argumentativ zu besagen, warum der und der seine Vorahnungshaki stärker ist. Natürlich auch vieles Spekulation und auch meinungsbedingt, deswegen bitte mich nicht gleich haten. Es ist einfach nur meine Meinung, ich habe die Liste gemacht. Jeder hat, wie gesagt, andere Ansichten. Und es ist kein Power Scaling, also ich werde jetzt nicht sagen, wie stark der als der andere ist von Vorahnungshaki. Und ganz wichtig, es geht nicht um die Kampfkraft oder wie ausgeprägt ist es, sondern wirklich nur um das reine Vorahnungshaki, wie stark es ist bzw. wie weit ausgeprägt es ist und was derjenige Charakter mit dem machen kann und bis jetzt gezeigt hat. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem 27. Platz an. Auf dem 27. Platz befindet sich Hell Meppo. Zu ihm muss ich nicht viel sagen, sein Vorahnungshaki-Nutzer ist zwar bestätigt, aber er ist mit Corby ziemlicher Anfänger, aber ich glaube, dass Corby seins um einiges stärker ist, da er auch wirklich stärker geworden ist und ein Captain zum Captain aufgestiegen ist und er hat es auch wirklich drauf, wir haben das im Episode aufgesehen, ist zwar Filler, aber trotzdem kann man da ungefähr ihn so einteilen. Für ihn ist das Vorahnungshaki auch schon sehr ausgeprägt, er hatte auch wahrscheinlich ziemlich hartes Training. Ich habe vielleicht halt Meppo ein bisschen zu weit runtergesetzt, aber das Ding ist, von ihm hat man so wenig gesehen und ich glaube nicht, dass er so krass da jetzt das drauf hat, ich glaube eher, dass er im Rüstungs ein bisschen stärker ist, deswegen mal abwarten. Kann aber sich natürlich ändern. Ich habe vielleicht ihn unterschätzt, aber ich trotzdem sage ich mal 27. Aber wenigstens hat er überhaupt Vorahnungshaki. Auf dem 26. Platz befindet sich Aisa, die kennt ihr noch von Skype hier, dieses kleine Mädchen. Bei der gibt es viele Streitereien, dass sie vielleicht Stimme des Universums hat, aber ich glaube einfach, dass sie Vorahnungshaki hat. Die konnte auch die Stimmen wahrnehmen wie Enel, aber mehr aber auch nicht. Das heißt, mehr konnte sie nicht wirklich drauf haben. Ich weiß nicht, wie sie im Kampf das einsetzen kann. Plus, sie ist noch ein Kind, aber sie hat eigentlich auch Potenzial. Aber man muss dazu sagen, dass sie ihre Haki nicht, denke ich, wirklich krass weiter verbessert hat. Im Skype ja nicht so viel starke Leute leben, sagen wir es mal so. Auf dem 25. Platz haben wir Gedatsu, der gegen Chopper gekämpft hat. Der komische Typ, der nicht so redet manchmal. Was soll man zu ihm sagen? Ich finde, Vorahnungshaki war auch bei ihm minimalen Level. Ich meine, wenn es Chopper schafft, vor dem Timeskip in Angriffe hinzuzufügen, wo er nicht ausweichen kann, dann verstehe ich das nicht. Also er konnte nicht mal in der Luft ausweichen, wo Chopper eine normale hat. Klar, das war seine stärkste Attacke von Chopper, die war jetzt nicht wirklich schnell. Also Chopper ist nicht mal ein schneller Charakter und Gedatsu hat es trotzdem getroffen. Und er war auch sehr oft unkonzentriert, was auch sehr wichtig ist. Bei einem Vorahnungshaki muss man sehr, sehr konzentriert und fokussiert sein und das war er überhaupt nicht. Meiner Meinung nach ist der Low Level, was Vorahnungshaki betrifft. Auf dem 23. Platz haben wir Otohime. Zu ihr kann ich auch nicht viel sagen. Ich denke, sie trotzdem ein bisschen stärkeres Vorahnungshaki als Shura, da sie Kinikis Blut hat und wirklich wahrscheinlich mehr drauf hat als er. Sie konnte ein bisschen mehr von der Umgebung sehen. Klar, sie war schwach als Charakter, aber von Vorahnungshaki denke ich, dass sie da viel mehr drauf hat. Ich glaube auch zum Beispiel, dass als sie damals abgeschossen wurde, dass sie den Schuss, dass sie den kommen sehen hat. Also ich glaube, dass sie sich absichtlich abgeschossen lassen hat. Also jetzt nicht absichtlich, aber sie könnte zwar ausweichen, aber hat es glaube ich nicht gemacht. Ich weiß zwar nicht warum, aber wird es wahrscheinlich noch einen tieferen Grund geben. Aber einerseits wäre es dumm, dass sie sich absichtlich treffen lassen hat, aber ich glaube, sie hätte dem Schuss ausweichen können, ist nur meine Meinung. Und sie hat sich vielleicht auch nicht konzentriert. Also vielleicht, wenn sie sich konzentriert hätte, könnte sie natürlich mehr drauf haben. Hier ist halt das Problem, bei Otohime war ich sehr skeptisch, ob ich sie vielleicht vorletzten Platz mache oder 23. Also zwischen 27 und 23 war halt ein bisschen schwer, das einzuordnen, aber ich habe es mal so gemacht. Auf den 22. Platz haben wir Satori. Sie ist, finde ich, stärker als Shura und Gedatsu vom Vorahnungshaki-Nutzer. Nicht von der Stärke, sondern vom Vorahnungshaki nur, dass sie wirklich mit Leichtigkeit mit Ruffy, Lissop und Sanji ausweichen konnte. Das war für sie überhaupt nichts. Also drei starke Charaktere war für die ein Scheiß. Also sie ist immer ausgewichen etc. Nur wenn sie ein bisschen unkonzentriert wird, dann hat sie halt verkackt. Aber
Ihr Verordnungssaki an sich ist schon stark, aber sie als Charakter macht es halt wieder kaputt, da sie wirklich unkonzentriert ist und sich wegen jeder Scheiße ablenken lässt. Und wenn sie sich erschreckt oder in Panik gerät, dann ist vorbei ihr vorbei. Also ihre Konzentration macht das Verordnungssaki ein bisschen runter. Auf dem 21. Platz haben wir Rebecca. Jetzt sagt ihr, was? Wie kann man Rebecca höher als Saturi stellen? Naja, Rebecca hat im Kolosseum diesen krassen Angriff von Hakuba ausgewichen und dieser Angriff hat alle viele starke Kämpfer da umgehauen. Nach dem Timeskip. Auf neue Weltlevel darf man gar nicht außer Acht lassen. Rebecca hat wirklich ein gutes Vorahnungshaki. Nicht nur, weil sie gut ausweichen kann, sondern an sich auch das Haki, weil sie konnte es kommen sehen und diese Attacke war verdammt schnell. Robin konnte sogar Hakuba nicht sehen, also nur mal als kleiner Vergleich. Das heißt, sie hat schon ein gutes Vorahnungshaki, sollte man echt nicht unterschätzen. Auf dem 20. Platz haben wir Aum. Ich würde sagen, das kann nicht sein. Aber man muss sagen, er hat Zoro vor dem Timeskip gut zugesetzt und kann da auch vielen Angriffen ausweichen. Sogar fliegende Angriffe von Zoro ist gar nicht so einfach für einen Aum, denke ich, der jetzt nicht so krass im Vorahnungshaki ist. Aber er hat dennoch wirklich von den ganzen Elite-Kriegern am meisten drauf gehabt vom Vorahnungshaki, deswegen ist er auf dem 20. Platz. Auf dem 19. Platz haben wir Tashigi. Warum ich sie über Aum stelle, ist eigentlich ganz klar. Die ist auf neue Weltlevel, hat zwar nicht so viel Erfahrung mit Vorahnungshaki, aber dennoch konnte sie zum Beispiel mit Monet mithalten, auch wenn sie da ein paar Angriffe abgekriegt hat. Aber Monet ist ja auch verdammt stark und schnell, weil sie halt im Schnee ist. Aber an sich, Tashigi, denke ich schon, dass sie ein Ticken stärker vom Vorahnungshaki ist als Aum. Ist halt natürlich nur meine Meinung, kann natürlich auch anders sein. Auf dem 18. Platz haben wir Boa Sonder Sonja. Und zwar ganz klar, sie hat im Ruffy vor dem Timeskip im Gear 2 konnte sie easy ausweichen, sie hat mit ihm gespielt, darf man nicht vergessen, sie konnte easy ausweichen, nicht nur wegen ihrem Schlangenkörper, sie konnte Vorahnungshaki wirklich zwar auf Anfang Level, aber gut beherrschen, das war für sie kein Problem und sie hat sich nicht mehr krass konzentriert, muss man dazu sagen, was echt schon enorm ist. Auf dem 17. Platz haben wir Kinemon. Bei Kinemon, ja, was soll man dazu sagen, er konnte mit Brook mithalten, konnte auch manchen Attacken ausweichen. Und Kinemon hat noch lange nicht das ganze Potenzial von seinem Vorahnungshaki gezeigt. Und er weiß ja nicht mal, dass er Vorahnungshaki hat, aber er hat es locker. Er ist wahrscheinlich einer der Top-Leute dabei, den Shogun. Natürlich außer die drei legendären Samurais, aber ansonsten, Kinemon wird wirklich da auf dem 4. oder 5. Platz sein von den Samurais. Auf dem 16. Platz haben wir Corby. Also ich glaube, dass er von Sonder Sonja auch mehr drauf hat. Corby hat auch trainiert sehr, sehr hart. Und man darf nicht vergessen, er hat das Training von Garb erhalten. Das heißt, er muss die Haki-Arten schon wirklich gut trainiert haben von Anfang Level. Und ja, was soll man zu ihm sagen? Wir haben bis jetzt nicht viel davon gesehen, aber es gibt so ein Special, was ja Filler zwar ist, aber er konnte da, so kann man sich das ungefähr einordnen, da konnte er easy Sachen und Schlägen ausweichen. Das heißt, er hat auch was drauf und denke, er ist auch ein bisschen begabter. Er ist konzentrierter als Boa, sondern Sonja und Kinemon, glaube ich. Und ein Corby hat einfach dieses Training von Garb. Garb ist ein sehr guter Lehrer, denke ich. Ein sehr harter Lehrer. Klar, Garb ist eher auf Rüstungssache spezialisiert, trotzdem, wenn ein Garb der Legende sein sollte von Marine, dann muss Corby echt auch krass sein. In Zukunft, denke ich, wird er locker auf bei der Top 10 mitspielen, locker. Auf dem 14. Platz haben wir Sentomaru. Ja, was soll man dazu sagen, Sentomaru, für ihn war es easy gegen Sanji, Zoro, eigentlich die ganze Strohbande. Ich meine, wenn ein Sentomaru gegen die ganze Strohbande kämpfen konnte und allen Schlägen ausweichen konnte, dann ist es für ihn eigentlich kein Problem. Und er ist jetzt auch Vizeadmiral geworden, ich denke, er ist einer der stärksten Vizeadmirale. Dazu muss ich sagen, viele Vizeadmirale im Krieg, da wissen wir halt nicht, ob sie haben bestimmt Vorahnungshaki, aber wir können es leider halt nicht zu 100% sich sagen, dann wäre die Liste, wie gesagt, viel zu lang. Auf dem 13. Platz haben wir Law. Verfolge die Waterlore. Also, was soll man zu Law sagen? Deutlich zwar schwächer vom Vorahnungshaki als Doflamingo, dennoch ist er einer der Top-Rookies, darf man nicht vergessen, war ehemalig einer der 7 Samurai und Doflamingo wäre eigentlich, wenn er in dieser Liste wäre, auf dem 10. Platz, deswegen, oder 9 sogar, Platz 9, deswegen kann sich ein Trafalgar Law mit Platz 13 zufrieden geben. Er ist vom Vorahnungshaki schwächer als Law und Zoro, meiner Meinung nach, weil Zoro hat sehr viel Erfahrung und Zoro spezialisiert sich zwar auf Rüstungshaki, aber dennoch ist sein Vorahnungshaki meiner Meinung nach stärker als von Law, da ein Zoro wirklich auch oft ausweichen kann. Zoro ist da ein bisschen weiter vorne, weil ein Zoro im Kampf konzentrierter ist, finde ich, auch wenn Law taktisch ist, aber ein Law, sein Vorahnungshaki ist jetzt nicht so, wo man sagt, boah, der ist ultra krank. Klar, er hat so seine Teufelsfrucht, aber die Frucht hat ja nichts mit dem Vorahnungshaki generell zu tun. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass ein Law ohne seine Teufelsfrucht kämpfen würde mit seinem Vorahnungshaki, würde er nicht so krass jetzt sein. Deswegen ist ein 13. Platz ungefähr in der Mitte eigentlich ganz gut, so Mittelfeld, deswegen kann man das so stehen lassen. Auf dem 12. Platz haben wir Lorna Zoro.
ja, wie gesagt, stärker als das von Law, aber deutlich schwächer als von Lissop, weil Lissop, darauf werden wir auch gleich eingehen, zu Zorro will ich eigentlich auch nicht viel sagen, ihr wisst, warum er stärker ist, vor allem sage ich, als Law, aber schwächer als Lissop. Lissop muss man dazu sagen, er hat zwar erst vor kurzem erweckt, aber er kann schon durch Wände sehen und konnte von so weit weg alles beobachten. Ich denke, im Kampf wird er noch einiges sich steigern. Aber da streite ich mich. Also da, ich glaube einfach, dass hier kann man sagen, Zorro noch über Lissop, aber ich sehe ihn vom Potenzial, auch wenn es in der Topliste nichts zu suchen hat, trotzdem von Potenzial noch ein bisschen höher. Und ein Lissop hat es am Anfang so krass schon ausgeprägt. Ich will gar nicht wissen, wie es dann später sein wird. Deswegen gönnst doch Lissop den Platz 11. So, jetzt kommen wir langsam zu der Top 10 Liste. Die hat es jetzt in sich. Da gibt es jetzt viel zu spekulieren und diese Liste geht jetzt als richtig los. Die Plätze davor waren nur zur Aufwärmung. Jetzt geht's richtig los, Leute. Auf dem 10. Platz haben wir Enel. So, Enel hat durch seine Blitzfrucht und durch seinen Mantra oder halt durch seinen Vorordnungshaki konnte er durch ganz Skype hier alle Stimmen hören und Angriffen easy peasy ausweichen, als ob das für ihn so ein Mückenstich war. Der konnte einfach easy ausweichen. Ein Ruffy, einem, weiß allen, er konnte allen ausweichen, für ihn war das ein Scheiß. Ruffy hat wirklich nur mit Glück gewonnen, weil Enel sich unkonzentriert war und er wegen Geflasher, wegen Ruffy. Aber an sich, Vorahnungssage, ist er da auf seinem sehr krassen Level. Also auch wenn wirklich Enel halt nicht so viel Erfahrung hat, trotzdem von seiner Basisstärke und Vorahnungssage ist spielt er locker in der Top 10 mit da. Auf dem 9. Platz haben wir Sanji. Sanji fokussiert sich nur auf Vorahnungssage und er ist natürlich deutlich, denke ich, stärker vom Vorahnungssage als Enel. Und ein Sanji hat auch trainiert, auch wenn es nur nicht so krasses Training war, trotzdem. Wir haben es oft sein Vorahnungssage gesehen. Ich meine, in den neuesten Chaptern sieht man das. Ich bin auch der Meinung, dass er Kaidos Angriff eigentlich ausweichen könnte, also er selbst. Die anderen natürlich konnte er nicht retten, aber er selbst könnte Kaidos Angriff locker ausweichen und das muss schon was heißen, weil ein Kaido ist ein Kaiser, verdammt nochmal. Deswegen, ein Sanji würde meiner Meinung nach locker dem Angriff ausweichen können. Durch seine Schnelligkeit und durch seine Konzentriertheit passt es ziemlich gut und zu ihm passt Vorahnungshaki nutzen. Und der wird, also Sanji wird locker irgendwann auch in der Top 5 mitspielen von Vorahnungshaki, deswegen ist es easy. Und ich glaube, ich sag's euch nur eins, Leute, das, was Sanji da gezeigt hat, war nur die Spitze des Eisbergs, Leute. Auf dem 8. Platz haben wir Fujitora. Was soll man dazu sagen? Er ist ein Admiral, kann die Auren um sich herum spüren und dadurch, dass er blind ist, trainiert er sowieso ganze Zeit sein Vorahnungshaki, kann man dadurch sagen, weil er sich mehr darauf fokussiert. Er ist Admiral, was soll man dazu sagen? Und er konnte Zoros Angriffen easy ausweichen und parieren. Mit dem war das überhaupt nichts. Und Isho oder beziehungsweise Fujitora ist eine Bestie laut Doflamingo, das muss schon was heißen. Auf dem 7. Platz haben wir Katakuri. Katakuri verdient Top 7, finde ich, weil er kann in die Zukunft sehen. Er hat eigentlich, Ruffy war da immer weit voraus im Vorahnungshaki. Am Anfang natürlich hat Ruffy ihn dann noch übertrumpfen und ich denke, er hat hier wirklich den 7. Platz. Ich würde ihn eigentlich höher stellen, aber bei Katakuri glaube ich irgendwie, dass viele glauben ja, dass er noch mehr zeigen könnte. Aber ich glaube, er hat wirklich alles gezeigt, was sein Vorahnungshaki kann. Ich meine, er kommt in die fucking Zukunft sehen, deswegen darf man das nicht außer Acht lassen. Und er ist verdammt konzentriert, also er ist einer der Charaktere, die sich wirklich sehr gut darauf konzentrieren, auf Vorahnungshaki. Ja, aber seine Schwäche ist, finde ich, irgendwie, dass er sich bei manchen Sachen ablenken lässt. Und er hat auch erzählt, er kann nicht zwei Haki-Arten wirklich auf so einem krassen Level halten. Das heißt, wenn er Rüstungshaki einsetzt, also wenn er angreift, ist es für ihn ein bisschen schwieriger, seinen Vorahnungshaki zu nutzen. Aber an sich verdient auf dem 7. Platz. Auf dem Platz 6 haben wir Rayleigh. Hat der Rayleigh, ich sag euch nur eins, er konnte Kizarus Angriffen locker ausweichen, denke ich. Und man darf nicht vergessen, für ihn ist auch eine Leichtigkeit, das Vorahnungshaki zu nutzen. Er ist von der alten Ära, er hat viel Erfahrung, er weiß einfach alles über diese Haki-Art, deswegen vor allem wird ihm die Erfahrung am meisten viel bringen, Leute, das ist doch ganz klar und ich setze ihn höher als Katakuri und wir wissen nicht, ob ein Rayleigh in die Zukunft schauen kann, das kann man nicht so sagen und das denke ich, man muss ja nicht unbedingt in die Zukunft schauen, er kann einfach auch vielleicht so ein krasses Vorahnungshaki haben, dass er es nicht unbedingt braucht und die Zukunft schauen bringt ja nicht immer was, kann man auch umgehen, deswegen, aber Rayleigh, dass Rayleigh höher ist als Katakuri, finde ich, muss man nicht diskutieren, ist meine Meinung nur. Auf dem 5. Platz haben wir Monkey D. Ruffy, jetzt wird es wieder natürlich viel Hate geben, ich bin kein Ruffy-Fanboy. Ganz wichtig, Leute, ich will nur sagen, dass ein Ruffy stärkeres Rüstungshaki hat als Katakuri. Wir wissen natürlich nicht inwieweit, aber wir haben in Wano Kuni sehr gut gesehen, wie leicht es für ihn war, einen Headliner oder er könnte auch locker einen Hawkins easy vielen Angriffen ausweichen, ist nur meine Meinung. Und ein Ruffy kann auch in die Zukunft ziehen, darf man überhaupt nicht vergessen. Und ein Ruffy entwickelt sich in jedem Kampf weiter. Kann man sagen, dass Rayleigh vielleicht noch stärker ist vom Vorahnungshaki, aber Rayleigh ist schon etwas älter und
Ich denke, dadurch, dass Ruffy auch jetzt viele Geheimnisse weiß von Usagi, hat er auch eine gewisse Erfahrung von Rayleigh. Deswegen weiß er auch viele Tipps und man hat auch gut gesehen, zum Beispiel Katakuri angreifen konnte er in manchen Situationen so easy dann ausweichen, wo man sich denkt, hä, das ist ja ihm, er ist eben weit überlegen, deswegen ist der 5. Platz für Ruffy echt ordentlich, für die bestätigten Charaktere, deswegen, ja. Jetzt kommen wir zu den nächsten zwei Leuten, die wirklich auch auf Admiral- oder Kaiser-Level sein könnten. Auf dem 4. Platz habe ich Kizaru. Viele meinen ja, dass Kizaru nicht so krasses Verhandlungsverkehr hat, da er einfach diese Geschwindigkeit hat, dass er quasi das gar nicht braucht. Aber ich finde, da er ein Admiral ist und diese Frucht hat, wo er so schnell ist, passt es. Also er ist auch wie Sanji, denke ich, wo er sich wirklich auf Verhandlungsverkehr spezialisiert hat. Er braucht nicht unbedingt krasses Rüstungshaki, da er einfach diese Lichtfrucht hat und Königshaki hat er wahrscheinlich auch nicht, beziehungsweise braucht er theoretisch auch nicht. Allein seine Frucht plus sein Verhandlungshaki reicht aus, um so krass zu sein. Ja, für ihn ist, denke ich, easy, vielen Angriffen auszuweichen. Auch wenn es an der Frucht auch liegt, trotzdem für ihn ist das alles easy. Und man darf nicht vergessen, Leute, Kizaru ist immer sehr gelassen. Stellt euch mal vor, Kizaru macht fucking ernst. Also dann will ich gar nicht wissen, was er alles ausweichen kann. Dann auf dem 3. Platz haben wir Sakazuki bzw. Akainu. Ich glaube, da er einfach der Großadmiral ist, wird er, denke ich, vor allem gesagt, ein bisschen stärker sein. Und das Ding ist, viele meinten, dass er in Marineford wirklich kaum was ausweichen konnte von Angriffen. Dass er meistens seine Frucht dabei benutzt. Aber ich sag euch, Leute, da er die stärkste offensive Frucht hat, wird er, denke ich, aber sein Vorahnungshaki wirklich sehr krass ausgeprägt haben, weil er gemerkt hat, okay, Vorahnungshaki brauche ich, weil ich defensiv nicht so stark bin. Und da ist ein Vorahnungshaki ziemlich nützlich. Klar kennt er auch auf Rüstungshaki. Ich denke auch, dass er bei Rüstungshaki stärker ist. Ich könnte auch sagen, dass ein Kizaru vielleicht über Sakazuki steht. Da bin ich mir nicht sicher. Also bei Platz 4 und 3 würde ich sogar fast tauschen, aber ich kann es euch nicht genau sagen. Ich würde sagen, ich lasse hier auf den beiden. Sagen wir es mal so, beide sind Platz 3, also ich würde sagen, die sind beide Platz 3, weil es gibt bei mir hier heutzutage, also es gibt bei mir keinen 4. Platz, sondern Borsalino und Sakazuki sind beide auf Platz 3. Auf dem 2. Platz haben wir Mihawk. Ich denke, dass Mihawk locker auf Kaiser-Level ist, er konnte mit Shanks mithalten und ich denke, es liegt nicht nur an seinem Schwertkunst, weil wir davon ausgehen, dass Shanks für ihn oder laut dem Bibliothek das stärkste Vorahnungshaki hat, nicht das stärkste Haki, das wir bis jetzt gesehen haben, so wurde es in der Bibliothek behauptet. Natürlich hat Roger und so wahrscheinlich stärkeres vielleicht gehabt, aber nur von den bestätigten Charaktere ist er locker die 1. Und Mihawk hat zwar gegen, ich denke, dass die gleich auffahren, aber dass Shanks trotzdem nach seinem Haki noch stärker war. Ich denke, dass ein Mihawk der Schwertkunst zwar besser ist, aber im Vorahnungshaki ein Ticken schwächer ist. Das denke ich zumindest. In B-Fight oder wie groß der Unterschied ist, kann ich euch nicht sagen, aber so denke ich zumindest darüber. Und auf dem 1. Platz, wer hätte es gedacht, ist Shanks. Mehr muss man dazu echt nicht sagen. Er ist ein Kaiser. Er konnte im Krieg easy den Krieg beenden. Er kann wahrscheinlich sein Haki so krass, ich will gar nicht wissen, wie weit er in die Zukunft schauen kann. Vielleicht konnte er deswegen den Krieg beenden, da er wirklich vielleicht wirklich in Minuten vorahnen kann, was passieren kann. Und ich denke, klar, er ist schon davor dahin gesegelt, aber ich denke, durch seinen Vorahnungshaki nutzen weiß er, was passiert ist. Und man darf nicht vergessen, ein Roger hat ihn aufs Schiff genommen und hat sein Potenzial gesehen. Er weiß, dass er ihn übertrumpfen kann. Ich denke auch, dass Shanks, hört sich jetzt krank an, stärkeres Vorahnungshaki hat als Roger damals. Hört sich verrückt an, aber ich glaube, die neue Generation übertrumpft die alte. Und ein Shanks hat so viele Jahre zum Trainieren gehabt und ist einfach ein Kaiser, hat wahrscheinlich viele Kämpfe gehabt. Durch die Kämpfe von Mihawk wurde sein Vorahnungshaki auch krass erweitert und er ist verdient auf dem 1. Platz, Leute. So, das war jetzt die lange Liste. Hab viel geredet, hab sie eh schon zusammengefasst, so gut ist. Ist jetzt ein bisschen länger geworden, das Video, aber ja, kann man mal machen. In dem Fall, schreibt bitte eure Top 27 Vorahnungshaki in unsere Charaktere rein. Ich werde euch die Charaktere alle in die Videobeschreibung posten. Ansonsten gebt doch bitte dieser Top-Liste einen Like, denn dieses Video war sehr aufwendig. In dem Fall aktiviert doch bitte die Glocke und schreibt Hashtag BangerCrew, wenn ihr bis zum Ende geschaut habt. Und ansonsten checkt noch meine Discord-Links ab und mein Twitter. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wie auch immer. Ciao, euer Anime-Banger.